And one of the greatest needs as we go forward is the guidance and the direction of the Holy Spirit, as we saw in Acts chapter 13. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Menschen, Länder, Emotionen. Vor über 50 Jahren hat George Foerwer OM in Deutschland gegründet. Sein ganzes Leben lang setzte er sich dafür ein, dass möglichst jeder Mensch einmal von Jesus hört. Im April 2023 verstarb George Foerwer. Bis zum letzten Moment blieb ihm dieses Anliegen wichtig. For sure, as we think of what's been accomplished, we realize that there's still a very long way to go in that basic vision that everyone in the world would have the gospel at least once. And now with the present special emphasis on seeing vibrant communities of Jesus followers raised up, we certainly have a long way to go. We pray that these years have laid a foundation for the next generation to take the whole work forward. Im Jahr 2021 haben wir das Vermächtnis von George Foerwer anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von OM Deutschland in einer Sendung gewürdigt. Damals sind wir in einem nostalgischen Bus auf eine Zeitreise gegangen. Seitdem ist viel passiert bei OM Deutschland. In dieser Sendung zeigen wir euch die Highlights dieser Zeitreise und aktuelle spannende Entwicklungen. Gute Reise! Es gibt immer noch einige Milliarden Menschen, die noch nichts vom Evangelium gehört haben. Mit diesen dringlichen Worten von George Foerwer, dem Gründer von OM, heiße ich euch herzlich willkommen. 50 Jahre OM Deutschland. Ein guter Grund zu feiern, aber auch ein Anlass, um in die Zukunft zu blicken. Im Winter 1971, genau am 15. Dezember, wurde der deutsche Zweig von OM als Operation Mobilisation gegründet. Mit diesem über 50 Jahre alten Bus begeben wir uns auf eine Zeitreise. Josef Albrecht ist dabei unser Chauffeur. Ich spreche mit einigen spannenden Zeitzeugen und mutigen Gästen, die die Zukunft von OM mitgestalten. Ich begrüße jetzt Manfred Schaller, der schon seit 1967 bei OM ist. Hallo Manfred, schön, dass du da bist. Freue mich auch. Du hast deinen ersten Kontakt zu OM bei Sommereinsätzen in Österreich und Italien gehabt. Und dann bist du 1971 im Hafen in Rotterdam gestanden. Und was ist da passiert? Da sah ich die Logos, die war gerade im Umbau begriffen. Und ich wusste, ich will einmal auf diesem Schiff mitarbeiten. Und dann bist du auch auf das Schiff gegangen? 1974, zusammen mit meiner Frau, sind wir über Land gefahren nach Kuwait und dort zugestiegen. Und wie war dein erstes Jahr auf dem Schiff? Also ich muss sagen, es war herausfordernd. Man lebt auf einem kleinen Raum, es ist ja kein riesiges Schiff gewesen. Und man musste arbeiten, ich arbeitete als Steward. Die Essen kamen aus der Kombüse raus, rauf in die Pantry und ich musste es verteilen. Und dann wurde es der Mannschaft serviert. Und wie muss ich mir den Schiffsalltag vorstellen? Also wir haben eine Andacht normalerweise morgens und dann arbeitet jeder in seiner Abteilung. Es gibt die Abteilung, die nach dem Schiff schaut, also die Deckabteilung, Maschinenraum oder die Bücherausstellung. Wir haben eine große Bücherausstellung an Bord und jeder hat eine Aufgabe. Es ist wie ein kleines Dorf. Und was passiert dann, wenn das Schiff anlegt? Das Schönste ist, da sind viele Leute an der Quayside, die uns begrüßen. Und danach kommen Hunderte, manchmal Tausende von Menschen auf das Schiff. Wir haben aber auch Teams, die ans Land gehen. Wir haben soziale Projekte zusammen mit Kirchengemeinden, wo wir Menschen unterstützen in konkreten Situationen. Und dann haben wir eben auch die Bücherausstellung, zu der vielen Menschen kommen. Du bist später dann auch Direktor auf der Doulos gewesen. Was waren da deine Aufgaben?
Also man kann sich vorstellen, dass wenn man mit Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammenlebt, dass es Konflikte gibt. Und eine der Hauptaufgaben war, Konflikte lösen. Eine andere war, zu koordinieren, zusammen mit den Abteilungsleitern, wie die Schiffsarbeit ablaufen soll. Und dann natürlich auch zu entscheiden, in welche Hafenstädte gehen wir, wie sieht der Kurs aus. Und jeder Tag ist anders. Vielen Dank, Manfred. Gerne. Inzwischen hatte OM 4 Schiffe. Das erste war die Loggers und das aktuelle Schiff heißt Loggers Hope. Hier ein Einblick in die Arbeit von OM auf dem Wasser. OM Schiffe International ist eine überkonfessionelle christliche Organisation, die ins Leben gerufen wurde, um den Menschen Hilfe, Hoffnung und Wissen zu vermitteln. Seit 1970 wurden auf den verschiedenen Schiffen mehr als 48 Millionen Besucher, die in über 150 verschiedenen Ländern und Gebieten die Landungsbrücken hinaufkamen, willkommen geheißen. Für viele beinhaltet der Besuch auf einem der Schiffe zum ersten Mal Zugang zu qualitativ guter und bezahlbarer Literatur. Jeden Tag werden durch diesen Anreiz tausende Besucher auf das Schiff gebracht. Das derzeitige Schiff, die Loggers Hope, hat die weltweit größte schwimmende Bücherei an Bord und bietet mit über 5000 Exemplaren an christlichen, pädagogischen und Kinderbüchern eine Auswahl für die ganze Familie. Viele Menschen ohne Zugang zu Bildung haben auf diese Weise lebenswichtige Kenntnisse erlangt und sind in der Lage gewesen, die Lebensqualität durch den Erwerb von Büchern der bordeigenen Bücherei zu verbessern. Solange das Schiff an Land ist, dient die Besatzung den Menschen auf praktische Weise. Mit Geräten zur Wasserreinigung, Brillen, Büchereiprojekten und mehr. Mit dem Wunsch, die Liebe Gottes greifbar zu machen. Helene ist Maschinenbauingenieurin und berichtet über ihre Erfahrungen auf der Loggers Hope. Seit September 2021 ist sie Teil der Mannschaft. Ich gehöre zu dem Team, das den Maschinenraum betreut. Wir sind verantwortlich für alle technischen Aufgaben an Bord. Wir betreuen die Hauptmotoren und die Generatoren, die wir hier an Bord haben. Wir betreuen den Maschinenraum in Schichten und sind dafür verantwortlich, dass das Schiff manövrierfähig ist und bleibt. Sobald wir in einem Hafen ankommen, öffnen wir unsere Büchermesse für die Leute. Wir stellen Bücher und gute Worte bereit, Kaffee und Kuchen, haben ein offenes Ohr. Gleichzeitig investieren wir uns in soziale Projekte, wie aktuell zum Beispiel in ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung, wo wir Gartenarbeit machen. Willkommen in meiner Kabine. Die teilen wir uns zu dritt. Ich, eine Deutsche, eine Amerikanerin und eine Frau von Simbabwe. Wir sind also multikulturell unterwegs und es macht sehr viel Spaß, sich hier den Platz zu teilen. Wir werden hier in verschiedenen Programmen an Bord weitergebildet und ausgerüstet. Wir werden der afrikanischen Kultur ausgesetzt, um wirklich den Menschen auf emotionaler Ebene begegnen zu können und ihnen Gottes Liebe in Wort und Tat wirklich nahe bringen zu können. Mein ganzes Leben hat schon das Fernweh an mir gezerrt und ich habe mich schon immer für die Mission begeistern können, für fremde Kulturen, für die Weite. Und ich freue mich wahnsinnig, dass nach einiger Arbeitserfahrung ich den Ruf Gottes erfahren habe, aufs Schiff zu kommen. Ursprünglich war das Schiffsbüro in London, wurde dann aber nach Deutschland verlegt. And so it was a big decision to move the ship office, which was very small at the time, from London over to Mosbach. And of course, we've had so much confirmation that that move was from God, because Germans took greater ownership of the ship ministry, became really almost the most significant country, together with perhaps Britain, in terms of keeping the whole ship ministry going all these 50 years. And the generosity of German prayer partners has been a vital part of the ship ministry. Festliche Stimmung in Singapur. Ein neues Schiff, die Loggers Hope, wird in Dienst genommen. Mehr als 140 Gäste feiern diesen Anlass. Die mehrheitlich asiatischen Besucher werden von Seal & Govender willkommen geheißen. We are excited that we've just... Wir sind begeistert von der Eröffnungsfeier für dieses Schiff, das jetzt in diesem Teil der Welt seinen Dienst aufnimmt.
Unser Wunsch, unsere Hoffnung ist, dass dieses Schiff Gemeinden und Hafenstädten dienen kann. Wir wollen eine Veränderung zum Wohl einer besseren Gesellschaft sehen. Mit bei den Feierlichkeiten ist Steffen Zöge von OM in Deutschland. Wir möchten, dass das Schiff eine Plattform ist, dass halt nicht nur wir Aktionen machen, sondern dass auch ganz viele Gruppen, Kreise, Gemeinden, Denominationen an Bord kommen können, um dieses tolle Vehikel als Plattform zu nutzen für ihre Aktivitäten. Wir hoffen und erwarten auch, dass wir selbst mit diesem Schiff in Länder gehen können, die bisher für christliche Arbeit verschlossen gewesen sind. Wir haben uns bewusst auf der Suche gemacht nach einem Schiff, das kleiner ist, einen geringeren Tiefgang hat, sodass wir auch in Häfen oder selbst in Flüsse kommen. Das jetzige Schiff kann zum Beispiel den Mekongfluss oder auch Teile vom Amazonas hinauffahren, um dort dann Gemeinschaften zu erreichen und zu besuchen. In den nächsten 3 Jahren wird die Doulos Hope hauptsächlich in asiatischen Ländern wie Malaysia, Indonesien, Kambodscha und Vietnam unterwegs sein. Mit dabei im Studio ist jetzt Janina Betz. Hallo Janina. Hi Steffi. Du warst auch auf der Logos Hope und hast einen Einsatz gemacht. Wie war das für dich? Ja, die 2 Jahre, die ich an Bord der Logos Hope war, das war wirklich eine prägende Zeit für mich. Ich habe viele Menschen kennengelernt, selbst viel Neues über mich entdeckt. Es war auch herausfordernd. Und damals waren wir in der Karibik und sind über Zentral- und Südamerika nach Brasilien dann gefahren. Also eine sehr spannende Zeit. Das klingt jetzt ein bisschen nach Kreuzfahrt. Ja, sagen viele. Ich habe bis zum Ende den Pool gesucht, habe ihn aber nie gefunden. Natürlich ist es spannend, viele Länder zu bereisen, auch in der Karibik an den Stränden die zu sehen. Und trotzdem lebt man auf beengtem Raum. Das Essen war lecker und trotzdem nicht so wie auf einer Kreuzfahrt. Und was natürlich anders ist, dass wir alle ein gemeinsames Ziel hatten, dem wir nachgefolgt sind. Was waren deine konkreten Aufgaben auf dem Schiff? Im ersten Jahr habe ich im Bücherladen gearbeitet. Vor allem die Leute, die an Bord gekommen sind, haben wir begrüßt, auf Tausende pro Tag. Und im zweiten Jahr war ich für die lokalen Freiwilligen zuständig, die uns in jedem Hafen neu unterstützt haben, die dort Touren gegeben haben und auch für die Aktivitäten, die wir nach dem Bücherladen gemacht haben, um mit den Menschen in Kontakt zu treten. Du hast den begrenzten Raum auf dem Schiff schon erwähnt. Wie bist du mit der Enge umgegangen? Ja, manchmal ist es wirklich herausfordernd, sich mit 3 anderen Mädels eine Kabine zu teilen. Jeder schläft zu einem anderen Zeitpunkt. Man hat verschiedene Vorstellungen zu verschiedenen Themen und trotzdem fand ich das super bereichernd. Ich bin gerne unter Menschen und die Menschen, die man dort kennenlernt, das ist was, was man ein Leben lang behält und was mich wirklich geprägt hat, so viele verschiedene Leute kennenzulernen und so viele Ansichten und so viele Arten, den Glauben zu leben. Mich hat das wirklich bereichert. Was war deine Motivation, aufs Schiff zu gehen? Ja, ich denke, jeder hat ein Stück weit Abenteuerlust, die er mitbringt, einfach die Länder zu sehen. Mich hat es motiviert auch, dass Menschen auf das Schiff gekommen sind, einfach weil es ein Schiff ist und einfach ja, interessiert waren an uns. Und trotzdem wollte ich persönlich auch einfach sehen, ob Gott, den ich zu Hause kennengelernt habe, auch der gleiche ist in anderen Ländern, in anderen Kulturen. Spannend. Manfred, George Burber hat gesagt, dass deutsche Christen eine große Verantwortung für die Schiffsarbeit übernommen haben. Was denkst du, woran liegt das? Ich denke, es liegt daran, dass wir 1976 mit der Logos in Bremen waren und da haben die Christen aus Deutschland zum ersten Mal ein Schiff gesehen, das unterwegs war. Und da fing das an. Und deswegen haben sie dann gemerkt, sie haben auch eine Verantwortung, dass das wirklich weitergehen kann. Was denkst du, wie wird sich die Arbeit auf den Schiffen verändern? Die Arbeit wird sich vielleicht an der Buchausstellung am meisten verändern, weil die Frage ist, ob die Menschen in Zukunft so sehr auf Bücher setzen oder vielleicht mehr Tablets oder alles Mögliche. Aber die Grundausrichtung des Schiffes wird bleiben. Janina, nach 2 Jahren bist du dann zu OM Deutschland nach Mosbach in die Zentrale gegangen, in die Personalabteilung. Klingt ziemlich langweilig. Ja, das dachte ich hier am Anfang auch, ist es aber nicht. Ja, ich habe für mich wirklich gemerkt, dass der nächste Schritt ist und dass es ein logischer Schritt war für mich, dorthin zu gehen. Ich habe zuvor, bevor ich auf dem Schiff war, schon in einer Personalabteilung gearbeitet und hatte dann einfach den Wunsch, auch Leute in ihrem Einsatz zu betreuen. Nicht nur auf dem Schiff, sondern auf der ganzen Welt, von Costa Rica über die Türkei, Nepal, dort die Leute, die da den Einsatz machen, die wollte ich unterstützen. Ich stelle mir das herausfordernd vor, besondere Gotteserfahrungen wie auf dem Schiff zu machen und dann in den Alltag nach Deutschland zu kommen. Wie gehst du damit um? Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Auf dem Schiff erlebt man Dinge ganz anders. Es sind 400 Leute, die alle aus verschiedenen Ländern zusammenkommen. Es ist eine ganz andere Dynamik.
Und ich musste selber lernen, Dinge, die ich dort gelernt habe, erstmal wieder auf Deutschland zu übersetzen. So den Prozess wieder sozusagen mit reinzukommen, den Wiedereinstieg. Und es ist auch heute noch ein Prozess und es ist spannend und trotzdem ist es das wert. Und letztendlich bleibt Gott der Gleiche überall, nur für uns Menschen ist es manchmal was anderes. Vielen Dank euch beiden, Janina und Manfred. Gerne. Gerne. Janina hat uns jetzt schon einen persönlichen Einblick in verschiedene Einsätze von OM gegeben. Auf unserer Zeitreise nehme ich euch jetzt mit in das, was OM Deutschland im In- und Ausland macht. Schon in den frühen 1960er Jahren sind deutsche Jugendliche mit OM unterwegs. Wenige Wochen, mehrere Monate, ein ganzes Jahr. 1976 entsteht der Ostertreff, bei dem sich begeisterte Christen jeweils in einer Stadt zur Schulung, für Gemeinschaft und evangelistische Einsätze treffen. 2023 hat es nach über 20-jähriger Pause wieder einen Ostertreff in Berlin gegeben. Einer, der dieses Treffen maßgeblich geprägt hat, ist Lukas D'Annunzio. Ja, zu OM bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass 1991 ein Ostertreff in Gelsenkirchen stattgefunden hat. Ich habe da gewohnt und der Ostertreff war da und wir sind mit den Mitarbeitern ins Gespräch gekommen und ich habe zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen Musik gemacht und dieser Ostertreff, der hatte für mich einen ganz, ganz kleinen Makel, nämlich es gab ein tolles Thema und es gab aber kein Titellied und ich habe mich dann irgendwann zu Hause hingesetzt und habe einen Titelsong geschrieben, wo ich das Thema aufgegriffen habe und bin dann ganz vorsichtig zu den Verantwortlichen hingegangen und habe gesagt, ich habe da mal einen Song geschrieben, der würde doch ganz gut passen. Und den haben wir dann tatsächlich mal aufgeführt und der hat funktioniert und der wurde dann die nächsten Tage immer wieder gesungen. Ja, und so war es dann, dass knapp 3 Monate später, als ich hörte, dass in Mosbach jemand gesucht wird, der ein bisschen mit Musik was machen kann, der aber auch Verwaltung machen kann, dass ich dann irgendwann zu OM gekommen bin und dort angefangen habe mitzuarbeiten. Bei den Ostertreffen wurde natürlich immer viel gesungen, genauso wie bei den Gebetspartnertreffen in Mosbach. Und irgendwann, weil wir so viel gesungen haben, musste eine neue Liedsammlung her. Wir hatten ein Liederbuch bei OM und das musste überarbeitet werden. Und ich habe dann natürlich durch die Kontakte, die wir zu England, zu Amerika hatten, viele Lieder zusammengebracht. Und diese Liedsammlung, die haben wir dann mit dem Hensler Verlag gemeinsam rausbringen lassen. Und dann kam auf einmal die Idee, wie sollen wir denn dieses Liederbuch nennen? Und plötzlich kam der Name Feiert Jesus auf. Und so ist eigentlich aus der Musikarbeit, die damals von OM gestaltet wurde, so ein Stück weit dieser erste Funke Feiert Jesus gekommen und eine sehr erfolgreiche Reihe bis heute. Eine lange Tradition haben auch die Sommereinsätze von OM. Hunderte Christen aus aller Welt treffen sich für ein paar Wochen, um in ganz Europa die Botschaft von Jesus weiterzugeben. 1989 wurden diese Einsätze dann zu Love Europe. Bis zu 6000 Christen kamen zu einer einwöchigen Konferenz nach Deutschland, um danach für mehrere Wochen in Europa Menschen die Liebe Jesu weiterzugeben. Die OM-Arbeit breitete sich nach ihrer Gründung 1957 schnell aus. Von den USA über Mexiko, nach Spanien, Belgien, Deutschland in die Türkei bis nach Indien. Und immer mehr Christen entschieden sich, nicht nur für ein paar Wochen oder Monate bei OM mitzumachen, sondern langfristig für mehrere Jahre bei OM mitzuarbeiten. Inzwischen hat OM gut 5.400 Mitarbeiter in 147 Ländern. Eine junge Frau berichtet von ihren Erfahrungen von ihrem Einsatz in Sambia. Hi, ich bin Feline. Und ich habe einen Einsatz für ein Jahr in Sambia gemacht. Und es sind so viele Eindrücke, die ich aus diesem Jahr mitnehme, so viel Erlebtes. Aber eins möchte ich mit euch teilen, und zwar ist das so die Arbeit mit den Kindern dort, die mich so tief bewegt und berührt hat. Und zwar habe ich in einer Schule unter anderem gearbeitet und zu sehen, ja, wie diese Kinder leben und was für eine Freude sie haben. Viele Kinder wachsen gar nicht bei ihren Eltern auf, erfahren gar nicht viel Liebe von zu Hause. Viele kriegen kaum Essen. Die einzige Mahlzeit, die sie bekommen, ist in der Schule. Aber trotzdem, die Kinder zu sehen, wie sie strahlen und wie sie auch so einen Hunger nach Jesus haben, so einen Hunger nach Gott haben. Und ja, einfach zu sehen, was für eine Lebensfreude der herrschen darf, wie die Kinder tanzen und singen, das hat mich tief berührt und ja, mein Herz so sehr bewegt. Ich weiß, es wird mich mein Leben lang prägen. Zurück in Deutschland. In Chemnitz ist ein neues Projekt entstanden. Anja Brosi und ihr Mann Daniel kümmern sich um Menschen in Flüchtlingseinrichtungen.
Jede Woche feiern sie gemeinsam mit Geflüchteten einen Gottesdienst. Anja Brosi und ihr Team bei den Vorbereitungen für den Freitagsgottesdienst in der Immanuelkirche in Chemnitz. Also es hat damit angefangen, dass wir gebeten wurden, Gottesdienste in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung von Chemnitz zu machen. Dort haben wir wöchentlich Gottesdienste gemacht. Und aus diesen Gottesdiensten hat sich einfach ein Interesse für den Glauben ergeben, sodass wir gesagt haben, wir müssen da weiterarbeiten, wir müssen Glaubensgrundkurse anbieten und den Menschen einfach mehr erzählen von dem, was Jesus ist. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Wir haben die Leute eingeladen, kommt zu uns, wir machen einen Al-Masira-Kurs. Ein Kurs, der aus dem orientalischen Raum kommt und der ein bisschen vergleichbar ist mit dem Alpha-Kurs, der im europäischen Raum bekannt ist. Aber Al-Masira-Kurs fängt viel früher an. Er fängt eigentlich bei den Grundlagen der Bibel an, also bei der Schöpfung, Adam und Eva, Noah, und schaut, was sind das für Zeichen, für Hinweise auf Jesus, den Messias. Anja Brosi und ihr Team beginnen eine Gemeindearbeit mit Gottesdiensten. Kleingruppen und Hauskreisen. Menschen aus verschiedenen Nationen nehmen daran teil. Die Menschen, die zu uns kommen, die kommen vor allem aus dem persischsprachigen Bereich. Also das heißt Iran und Afghanistan. Wir haben aber auch einen Musiker aus Pakistan. Wir sind gerade auch dabei, eine arabischsprachige Gruppe aufzubauen. Und da kommen sie aus der ganzen arabischen Welt. Die größte Not für Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und zum Teil auch schon jahrelang unterwegs waren, über Griechenland, die Türkei oder sie kommen auch von Schweden wieder zurück, ist eigentlich die Einsamkeit. Dass man keinen Ort hat, wo man sich hundertprozentig sicher fühlt. Die Einsamkeit ohne Familie. OM Deutschland, Hammer. Das war unser Rettungsanker, würde ich sagen. Wir standen hier in Chemnitz allein. Wir haben gesucht für eine Organisation, die gleiche Vision hat wie wir. Und die uns ermutigen und stärken kann und die uns ein bisschen an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben lassen kann. Unser Wunsch ist eigentlich zu sagen, wir haben hier Räume, die sind offen und es ist immer jemand da und man kann immer kommen. Und man hat immer die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, mit ihnen über den Glauben zu sprechen und einfach Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Daniel ist einer der regelmäßigen Gottesdienstbesucher. Hier, fast alle sind freundlich. Und wenn ich hier bin, ich fühle mich, dass ich wirklich zu Hause bin. Und wenn ich wirklich in meinem Leben irgendwas Problem habe, und wenn ich herkomme, wirklich, mir geht es wieder gut. Deswegen wirklich hier, genauso wie meine Wohnung ist, so mein Haus. Wie Familie, wie Eltern. Weil ich habe einmal meine Familie verloren und hier wieder habe ich eine Familie gefunden. Der Gottesdienst findet zweisprachig statt. Delara arbeitet seit 2 Jahren als Übersetzerin mit. Ich finde es an sich eine große Gnade, dass ich dabei sein kann und ein Teil dieser Arbeit sein darf. Und an sich fühle ich mich immer nach dem Gottesdienst viel besser, weil ich weiß, dass ich was für Gott gemacht habe. Die Geschichten, die für mich so hängen bleiben, sind die Geschichten, wo ich sage, das war der Moment, wo der Himmel die Erde geküsst hat. Und wo ich merke, hier hat Gott einfach reingesprochen in das Leben eines Menschen. Das war der erste Teil über das Vermächtnis von George Ferver. Wir haben noch einen langen Weg zu gehen, hat George Ferver gesagt. Wir als OM Deutschland haben bereits viel erreicht. Trotzdem bleiben 3 Milliarden gute Gründe, den Weg weiterzugehen. Ich lade euch dazu ein, für die zahlreichen Projekte von OM zu beten. Wenn ihr uns bei der Produktion von OM TV unterstützen möchtet, findet ihr alle notwendigen Informationen auf der eingeblendeten Website. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön, dass ihr heute dabei wart bei Menschen, Länder, Emotionen.